bestimmte Stellen, die knarren. Ich musste sagen, ich musste mich ja wehren. Also Sie können sich gerne mal unsere Wohnung angucken, wenn Sie wollen. Aber bitte keine Fotos machen, weil wir schämen uns da. Also man hat es da wirklich alles kaputt gemacht. Aber ich muss auch gleich, ich habe jetzt viele Löcher bohren müssen, weil ich die Fenster gesichert habe und so. Und ich musste auch die Scheuerleisten, die langen, die waren sowieso schon abgebrochen, weil die ganze Decke, das arbeitet unwahrscheinlich. Ich musste auch die anderen Scheuerleisten abmachen und habe das ringsrum abgeschnitten und abgedichtet. Und habe dann auch wegen der Begasung verloren. Und das ist viel, viel dünner geworden damals, und dadurch haben wir mehr Luft gekriegt und es wurde immer besser. Aber leider reichte es nicht und leider mussten wir immer die Fenster weiter öffnen, bis wir wieder klar beim Kopf waren. Und das muss ich beichten, das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Sonst habe ich da nichts gemacht in der Wohnung und alles andere. Das, also die Mischbatterien und so, die wurden ausgetauscht, da wurden extra alte reingemacht und kaputte eingebaut. Dusche und so alles. Und auch der Gast, die Gastherme heißt das hier, sie lief, sie war kaputt, sie lief nicht richtig. Sie hat nur noch ganz heiß gebracht und ganz kalt. Ist kein Problem für uns. Also heiß natürlich nur. Wir haben dann mehr in der Badewanne gearbeitet und haben den Heißwasser reingelassen und fest kalt dazu. Aber die wurde jetzt kaputt gemacht. Auch sie ist heil und wir haben das einigermaßen hinbekommen, mal gesteuert. Und wir sind auch nirgendwo selber rangegangen. Also da sollten wir auch keine Angst haben. Und wir würden uns über den Konsens freuen und wir würden uns auch über den Kontakt freuen. Erstmal per E-Mail. Leider stimmt das mit dem Briefkasten. Leider werden wir das in dieser Wohnung nicht mehr im Griff kriegen mit dem Briefkasten. Dann werden wir also bis in der nächsten Wohnung. Wir sind keine Vandalen und wir können auch richtig wohnen in der Wohnung und wir können auch richtig. Ja, wir haben ein feudales Bad gehabt und konnten wir richtig nutzen. Das ist auch ein bisschen schade. Und ja, es wäre so schön, wenn Sie uns relativ schnell helfen können, also für Wohnungswesen. Also nicht über die Schiene Kopsch oder so, sondern wirklich verlässliche Handwerker und Mitarbeiter, die uns einfach erstmal die Abschlüsse sauber machen, ne, damit wir uns normal waschen können, damit wir die Abwäsche normal benutzen können. Also es sind drei Abschlüsse und es ist wahrscheinlich nur noch ein Stück Rohr. Ich habe mir gerade bei Aldi wieder für 3,99 Euro meine billige Spirale gekauft, das ist die vierte. Aber ich will da auch nicht zu doll da was machen, ich will da auch nichts kaputt machen in der Leitung. Da muss man ja auch vorsichtig sein. Aber auf jeden Fall bei unserem Wohnungseinbruch, da habe ich einen richtigen harten Widerstand für Gummi oder Styropor oder so, da habe ich schon überlegt, ob ich das vorne an eine Spirale in Angelhaken ranmache mit Sehne von meiner Frau. Mit dickere Sehne, sie hat auch größere Haken, damit ich das rausgezogen kriege. Aber dann hat man uns geholfen, das ist weg. Man hat es mit was anderem verstopft. Also es läuft im Moment ab, es läuft nur ganz wenig ab, aber wir haben es auch nicht weiter freigekriegt. Wir haben dann nochmal so ein, was ich gar nicht so gerne mache, nochmal so ein Rohrreinigungszeug. Haben wir dann da eine Flasche genommen, hier Rohr rein und so. Aber es wurde dadurch auch nicht besser. Es hat dadurch nicht geschafft. Es ist auch nicht gut für die Umwelt und so. Wir würden uns so freuen, wenn man das frei machen würde. So. Und der andere, der nur die Toilette besetzt hat und dann nachher kurz am Gasdurchlauf erhitzt, der hier Gastherme heißt, manipuliert hat, der hat uns das Toilettenbecken kaputt gemacht. Das ist eingeplatzt und so, wir können es aber noch benutzen. Aber wir haben natürlich Angst, es hat Risse irgendwie. Wir haben natürlich Angst, dass es weiter einläuft und es kaputt geht und so. Aber bitte alles nach und nach. Also wir sind noch vorsichtig, im Moment haben wir noch gar kein Vertrauen. Wir müssen noch erstmal sehen, was da los ist. Dass das eine dann erst gemacht wird und das andere mal wegen eine Woche später, dann müssen wir sehen, dass das jetzt alles macht. So genauso wie es in der Küche aus und so, der Wasser an und so. Sie können sich gerne machen. Aber im Moment sieht es auch schlecht aus. Wir haben im Moment noch sehr, sehr viele Besorgungen zu machen. Also man stinkt mit uns rum und wir können im Moment auch rumlaufen. Es kann auch sein, dass wir einen Termin absagen können. Aber Sie können ja ein paar Termine schicken und warten Sie immer. Man lässt uns auch nicht rein im Internet. Also wenn wir uns gar nicht melden, haben wir es nicht gelesen. Bitte warten Sie darauf, dass wir einen Termin bestätigen. So. Und Sie müssen oben schon klopfen, weil Klingel können wir gar nicht anmachen. Haben wir schon ein paar Mal versucht, dann klingelt man immer zu. Ja, und auch am Tag. Und man klopft ja auch und tritt gegen unsere Tür gegen. Ich habe da wieder Fotos gemacht und so. Ich möchte auch sagen, dass da wirklich Drogen gelagert wurden und dass die Tür aufgebrochen wurde und aufgebrochen war, was wir erlebt haben. Da hat man ja auch einen ganz anderen Türkalder eingesetzt und so. Und da sind wir auch gleich richtig. Wir würden uns so freuen, wenn wir mal ein Schloss geben. Aber im Moment habe ich Angst mit dem Fenster. Sie hauen und treten so doll gegen die Tür und jetzt habe ich so richtig erstmal vernünftig abkleben können. Und das hat vernünftig geklebt erstmal. Das habe ich ja. Wir haben auch nicht genug Geld gehabt für den Pfleger.
Und das ist jetzt ordentlich, was ich da eingeklebt habe. Ich habe hier auch gleich die Glasscheibe kaputt. Und da ist das Problem, da werden wir gleich wieder an uns dran. Wenn die jetzt frisch vom Glaser da, wie heißt das denn, vergibst? Eingekittet, danke. Eingekittet wird und so, man haut die Scheibe kaputt, man macht genau die passende neue Scheibe dran, man geht mit dem Fuß durch die Tür durch und ist an uns dran, dann öffnet man das alles von innen und dann macht man einfach eine neue Glasscheibe dran und nie wird einer mitgeben, dass man wieder an uns dran war. Da habe ich jetzt gewisse Befürchtungen, vor allen Dingen, wie man dagegen schlägt, wenn das so nicht ordentlich zufällig da irgendwie, macht ja auch mal viele der Glaser, ein bisschen verkantet, ist die neue Scheibe auch kaputt. Also. Das möchte ich im Moment erstmal mitnehmen. Also. Das erleichtert uns wieder, was wir erlebt haben. Und jetzt ist es relativ stabil und da kommt man nicht so schnell durch. So, wenn Sie es mal von außen angucken, wir lassen das natürlich alles. Auch was man jetzt dagegen gegossen hat und so, das lassen wir alles an der Tür. Und auch den Kippen, den man da ausgedrückt hat, den lasse ich da drin. Das kennen wir auch von Rostock und so. Die haben dann immer weggemacht und sauber gemacht. Oder auch neue Fußmatten hingelegt, die hat man immer weggeschmissen. Oder hat man drauf uriniert und auch mal sich drauf übergeben. Und genauso mit den Kippen alles und so, wie so der letzte Abschaum von der Stasi, man zeigt uns, wie es geht. Ja, da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen, wenn wir dann vom Amt für Wohnungswesen Unterstützung kriegen. Und selbstverständlich werde ich dann auch was dementieren. Verstehen Sie das? Also im Moment ist für mich 50-50. Das kommt mir alles sehr, sehr komisch vor. Und ich habe ja diese Show erlebt und ich weiß jetzt ein bisschen mehr Bescheid. Und das kann alles hinter der vorgehaltenen Hand gewesen sein. Und wir haben auch Beweise mit den Ablesedörchen, dass da nichts kam. Und schauen Sie sich das mal an da bei YouTube, da, wie die beiden 2010 da waren. Danach, zu Weihnachten, da waren sie leider zusammen. Wie sie dann einfach nicht wiederkamen. Und das ist ja wohl auch das Seltsamste, wenn sie hören, dass sie dann noch irgendwelche Heizungen ausmessen wollen. Und wir haben den Karton freigeräumt, wir benutzen, wir nennen das zwei vorne, unser Müllzimmer da, das benutzen wir gar nicht. Und haben, wollten dann da das Röhrchen gewechselt haben. Und wenn da irgendwelche Verbräuche sind und so, die waren nicht da. Also wenn da irgendwelche Verbrauch ist, Schlafzimmer, Bad und also Heizung, ne? Heizung, Schlafzimmer, Bad und zwei Foren nennen wir das, also das Anliegenzimmer. Die waren nicht da, die sind erst jetzt da. Und Küche war immer, und Küche wäre auch nicht so ein toller Verbrauch gewesen. Da wäre noch was gewesen, hätte man was sehen können, aber das hat man ausgetauscht. Ne? Und irgendwann hat man uns im letzten Jahr die Heizung angestellt. Und wenn sie denn da drin war, die Frau Miesbach und auch noch ein paar andere, das wird sie natürlich aufgebaut haben, wenn wir da leben müssen. Da war es noch sauber, aber es sah natürlich trotzdem schlimm aus, wie unsere Möbel aussehen und so weiter. Und also da müssten wir dann wieder hinwegsehen und man kann da reinkommen und sie holen sich da auch nichts weg. Also das ist viel sauberer wie auf dem Bahnhof. Oder viel mehr ist da nicht. Gut, ich glaube, das war's. Ja, würden wir uns natürlich freuen, wenn wir uns ein bisschen unterstützen würden. Wenn das ist, also ich kann das noch nicht dementieren, also 50-50, aber was wir da jetzt so erlebt haben. Auf jeden Fall wurden die Armaturen ausgetauscht, auf jeden Fall wurde bei uns, ich weiß jetzt nicht so, der Abfluss und der Waschbecken im Bad ausgetauscht. Das war ein schöner Metallner, den wir noch haben. Jetzt haben wir irgendwie so ein altes Plastikding. Und das ist auch inzwischen undicht, das habe ich auch schon verklebt, schon vor gut einem Jahr oder schon vor zwei Jahren. Ich habe das natürlich auch fotografiert, dass ich es verklebt hatte. Also es ist da wirklich schon einiges gelaufen. Und, was ich auch beweisen kann. Und selbstverständlich waren sie das nicht, was haben sie davon. Und das leuchtet uns auch langsam ein. Und ich möchte auch nochmal auf Drogen unterstützt Hypnose. Ja, wir sind nicht alleine, deshalb halte ich das Ding hier gesenkt und wir haben immer Unterhaltung und man stellt ihn vor und schreit dann so noch. Das ist hier relativ unhöflich, aber die kommen sich wohl hier vor, als wenn sie zu Hause sind in Deutschland. So, und jedenfalls, ja, würde ich mich dann freuen, wenn sie uns dann kontakten und bitte um einen sachlichen Konsens, auch wenn es ihnen schwerfällt. Und lassen Sie sich nicht einreden, wie wir sind. Sie sollten erkennen, wie wir sind, auf unserem Film, auf meinem Spiel von YouTube. Sollten Sie merken, dass wir alles in Ohren haben und dass wir die Letzten sind, die Ihnen etwas nachfragen oder so oder irgendwas. Selbstverständlich haben Sie dadurch auch Fehler machen müssen. Dazu haben wir ja dann im Prinzip benötigt, würde man sagen. Das ist alles nicht so heiß, wie es gegessen wird. Und ja, wir wollen sehen, wir würden uns freuen. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept gekommen, weil die hier einfach um uns so rumschrien und sie hat auch
da was vom Mund und so, also wo keinen anstecken will, aber naja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, vielleicht haben wir auch ein Lineal verschluckt. Ja, da würde ich mich sehr freuen, ich unterbreche.